Nach 19 Jahren kann Nigeria wieder feiern. Die Super Eagles gewinnen nach 1980 und 1994 zum dritten Mal den Afrika Cup. Im Finale setzt sich der Favorit mit 1:0 gegen die Überraschungsmannschaft aus Burkina Faso durch. Im Anschluss brachen alle Dämme, eine Nacht in Grün-Weiß. Heute sind wir glücklich, weil es so lange her ist, dass wir dieses Turnier das letzte Mal gewonnen haben. 1994, heute sind wir einfach nur froh. Es fühlt sich großartig für mich an und das ganze Land. Nach 19 Jahren ist das wieder ein Riesenerfolg für uns. Ich bin so aufgeregt heute Nacht. Wir haben gespielt, um zu gewinnen, mit Leidenschaft, um diesen Pokal am Ende des Tages zu gewinnen. Sie haben es geschafft und wir sind dankbar. Das ist Nigeria, gutes Nigeria. Das Finale war die Neuauflage des Auftaktspiels der Gruppe C. Der Underdog feierte zwar nicht mit, zeigte sich aber als fairer Verlierer. Es war ein sehr gutes Spiel, aber Burkina Faso hat es zuvor besser gemacht. Aber es war okay und ich denke, Nigeria hat es verdient. Die Super Eagles besiegen die Hengste, nigerianisches Titeltrippel. Lange können die Spieler nicht feiern, sie müssen schnellstens zurück zu ihren Clubs in den Liga-Alltag.